Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hallo Zuschauerinnen und Zuschauer. Frohe Ostern soll ich sagen, ja? Frohe Ostern. Frohe Ostern muss es wirklich sein, ja. Warum? Ja, weil wir einfach mal um den Tod herum immer wieder laufen müssen und tanzen müssen und gehen müssen. Wann wird der Tod auf jeden Fall auf uns zukommen? Das weiß ich noch nicht. Wissen Sie vielleicht? Nein, bestimmt auch nicht, ja. Also, der Tod wartet auf mich. Er kommt vielleicht heute Abend oder morgen oder nächstes Jahr oder in 100 Jahren. Aber der Tod kommt. Also ich laufe und ich laufe immer wieder zu dem Tod. Ja, wann wird der Tod sein? Aber ich versuche immer wieder anders zu machen. Ich versuche irgendwie die Medikamente reinzunehmen, dass ich einfach mal von diesem Tod wegbleiben kann. Oder dass ich überhaupt über den Tod überhaupt nicht nachdenke. Ich brauche nicht den Tod zu sehen oder zu spüren. Also weg damit. Oder ich versuche irgendwie esoterisch zu sagen, hallo, wann wird das so sein? Und ich helfe dir, ja. So verschiedene Weise, dass man wirklich auch den Tod bedrängt. Aber trotzdem laufe ich immer wieder um den Tod herum. Hallo Tod, wann komme ich zu dir? Hallo Tod, wann komme ich zu dir? Ja, ich komme und komme und komme und dann irgendwann, ja, bin ich doch beim Tod. Der Tod hat mich verschlungen. Ich habe nie gewusst, schauen Sie, dass die Glocken auch mir dann ein Ja sagen. Ich habe nie gewusst, dass ich zu dieser Welt kommen werde. Aber eines weiß ich, dass ich dieses Leben verlassen werde. Ja, einmal werde ich dieses Leben verlassen. Aber ich weiß halt nicht, wann ich den Tod sehen werde. Aber der Tod kommt auf jeden Fall. Und deshalb wollen die Christen dagegen steuern und sagen, ja, ich möchte den Tod vernichten. Wenn ich nicht allein das schaffen kann, dann ist einer, der mit mir den Tod vernichtet. Und das ist das wunderbare Osterfest. Das heißt, das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf den Tod hin. Nicht wahr? Das heißt, ich gehe zum Tod hin, dass der Tod irgendwann von dieser Welt nehmen wird. Aber hier ist die Botschaft von Ostern. Nämlich das Grab nicht unbedingt das Ende meines Lebens, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir Menschen, wir schauen immer wieder das Grab. Ha, da ist nichts mehr drin, das ist nur eine Hülle drin. Wir sind nicht für das Grab erschaffen worden, sondern für das Leben, für das neue Leben. Deshalb haben wir in unserem Kulturkreis das wunderbare Osterei. Haben Sie mal gehört? Und das Osterei ist eben ein Symbol des neuen Lebens. Und deshalb, wenn dieser Tod vernichtet wird, dann gibt es eben ein neues Leben. Und das neue Leben ist nicht anders als in Jesus Christus. Und das ist eben das Osterfest für uns alle. Ja, dann können wir doch eigentlich wunderbaren Ostertanz machen. Halleluja, aha, Halleluja, hi, Halleluja, Halleluja, frohe Ostern, frohe Ostern, frohe Ostern. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, »Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?« Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen,
Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.